Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute vergrillen wir ein, ich schätze mal, 10 Kilogramm schweres, relativ schlecht und schätzen, Schweinekarree. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert und vor allem auf dem Drehspieß richtig saftig und lecker wird, dann bleibst du einfach dran. Viel Spaß. Wenn du lieber Protagonist sein willst, musst du hier stehen. Verstehst du, Alexander? Machen wir so. Dann ziehen wir uns jetzt um und dann machst du das Video. So, leg los. Okay, also. Okay. Kamera läuft. Bitte. Dieses wunderschöne Schweinekarree haben wir vor kurzem erst im Livestream ausgelöst. Da hat Carsten zusammen mit uns so einen kompletten Schweinerücken einmal bearbeitet. Wir haben ein Stück davon live gegrillt. Er hat nämlich gezeigt, wo das Secreto herkommt. Das war so gut, ne? Das war richtig gut. Ich will mal wissen, falls ihr den Livestream geguckt habt und jetzt dieses Video guckt, schreibt doch mal in die Kommentare, dass ihr dabei wart. Weil ich finde das mal so witzig. Ich habe es letztes Mal auch in dem Stream gesagt. Bei Twitch spielen wir das Spiel ja quasi nochmal neu. Das heißt also, wir grillen live und davor hat man immer auf Twitch gezockt, jetzt wird gegrillt. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Format und wie ihr seht, das kommt dabei raus, man kann selbst einen Schweinerücken zerlegen. Wollte gerade sagen, man kann sogar einen Schweinerücken zerlegen. Besonderheit hier dran ist, der ist besonders schön marmoriert. Das kann man hier oben, denke ich, ganz gut erkennen. Also dieses weiße intramuskuläre Fett nennen wir Marmorierung. Und das ist wichtig, denn wenn so ein Stück gut marmoriert ist, dann kann man den auch reifen. Der hing jetzt ein, zwei Wochen im Reifeschrank, ist trocken gereift, ist bei Schweinefleisch auch definitiv eine Besonderheit. Ich würde sagen, das macht auch nicht jeder Metzger. Und ich zeige euch mal, woran man erkennt, auch beim Schwein, dass so ein Stück Fleisch gut gereift ist. Denn wenn ich hier mal so reinditsche, dann bleibt da eine Kuhle. Die verschwindet nicht. Da ist immer noch eine Kuhle und die wird auch in 10 Minuten noch da sein. Und daran erkennt man, dass so ein Stück gut gereift ist und dass es richtig, richtig zart wird. Vor allen Dingen, ich weiß noch, wie es geschmeckt hat. Ja. Ich weiß noch, wie es geschmeckt hat. Aber vorher ist gut ist, jetzt hängt es nochmal so, bei uns im Kühlschrank hat es jetzt nochmal so 3-4 Tage lang gelegen. Und jetzt wird es vergrillt, also ich bin sehr gespannt. Und wir grillen heute auf einem Grill, der, ich sag mal, in Teilen Diskussionen ausgelöst hat. Denn ihr habt gesagt, Moment mal, auf diesem Everdur, da kann man ja gar nicht richtig ein Hähnchen drauf grillen, weil der Deckel ist nicht hoch genug. Genau. Wir zeigen euch, dass es heute geht. Denn ihr seht, es gibt einen Roti-Einsatz für das Gerät, der auch dafür sorgt, dass der Deckel viel höher ansetzt. Sprich, wir können jetzt die Roti einhängen und das Ding auf den Spieß grillen, da habe ich mega Bock drauf. Und man könnte jetzt theoretisch auch wunderbar darauf ein Hähnchen grillen, richtig? Genau, also ich muss auch den Spieß nicht verwenden, ne? Man kann auch theoretisch einfach in die Mitte so ein Bierkernschicken stellen oder so. Und ich habe wirklich, also ich bin wirklich erstaunt, wie viel Fläche ich hier auf einmal drunter kriege und bin mal gespannt, wie ich das gleich machen würde. Willst Vielleicht du mal anfangen? Machen wir im Winter mal einen Truthahn. Einen ganzen Truthahn? Ja, wer weiß. Ich würde sagen, wir fangen an zu würzen und du hast hier Senf hingelegt. Soll ich das machen? Ja, gerne. Du spielst durch, ich senfe. Sehr gut. Ich habe mir gerade auch die Hände gewaschen. Die sind also gerade wieder sauber. Da konnte es mir gelegen, dass du jetzt den Senf nutzt. Ich habe meine selbstverständlich auch gewaschen. Das mit den Senf sieht man auch öfter mal bei Pulled Pork. Ne? Also oftmals wird so ein Schweinenacken damit eingeschmiert. Wir machen das jetzt, weil der Senf auch Geschmack gibt, ne? Einen guten Geschmack. Und natürlich haftet auch der Rub dann richtig gut dran. Ne? Ja, ich habe auch einfach Bock gehabt auf Senf. Ja, warum auch nicht? Du, Senf ist auf jeden Fall nie ein Fehler. Reine Geschmackssache. Ja. Machst du den Rub drauf? Gerne. Dann mal. Oh, guck mal. Natürlich. Oh, noch original. Was verwenden wir denn wir heute wohl, Julian? Was verwenden wir denn heute Achtung, wohl? Wir machen jetzt die schönste Produktplatzierung, die man hier einbauen konnte. Heute verwenden wir Pull That Piggy. Pull That Piggy ist ein Rub, der sich, wie der Name schon sagt, hervorragend für Schwein eignet. Kann man auch für Pulled Pork verwenden. Wir nutzen ihn heute für das Karree. Und den wird es demnächst sicherlich auch bei uns im Shop geben. Genau. Wer ihn jetzt schon haben will, guckt mal in die Infobox. Es gibt da noch so eine Aktion mit Ankerkraut. Da könnt ihr was bestellen und kriegt noch was dazu. Findet ihr alles in der Infobox. Und ich würde sagen, ich mache mal ein bisschen was drüber, ne? Ja, hast aber gut gemacht. Ich fand, das war vom Werbeanteil in Ordnung. Ne? Oder hat mich auch kurz gehalten. War gut. War super. War super. Okay, willst du das einmal? Sehr gut, okay, so. Genau. Hier noch ein bisschen was drauf. Ja. Die Knochen hinten braucht man selbstverständlich nicht würzen. Die schneiden wir nachher runter. Also alles, was da runterfällt, ditchen wir gleich noch ein, aber erstmal Seite für Seite. Sieht auch schon lecker aus, ne? Mhm. So können wir noch arbeiten. Jetzt muss noch mittig getroffen werden. Das ist jetzt die größte Schwierigkeit. Mittig durchstechen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. So, machen wir im Teamwork auch wieder. Ja, ne? Ja, logisch. Ich halte gegen. Oh, das geht aber durch wie durch Butter. Ja, weil es schön. Und ist mittig gewesen? Ja, das, naja, nicht ganz, aber das wird so passen. Ja, auch weiße, gut gereiftes Fleisch ist ja auch schon mal per se schön zart. Also die 10 Kilo kommen auf jeden Fall hin. Locker, ach so, ja. Wollte ich übrigens nochmal nachfragen, Julian, wie du so Fleisch schätzt, weil ich sag's ganz ehrlich, das sind locker 12 Kilo. Ne? Das sind niemals nur 10 Kilo. Nee, aber realistisch, was sind da? Wie viel Gewicht mag das sein? Zwei? Anderthalb? Ja, 2 Kilo würde ich schon sagen. Guck mal. Oh, so. Der sitzt auf jeden Fall fest.
So, machst du den Deckel auf. Jo, übrigens temperaturtechnisch vielleicht auch ganz spannend. Wir haben jetzt darauf geachtet, dass wir gute 160 bis 180 Grad haben. Das heißt, nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Und brennertechnisch auch ganz interessant. Wir haben links und rechts einen Brenner an. Das heißt, in der Mitte, wo das Fleisch hängt, ist erstmal kein Brenner an. Er dreht sich. Er dreht sich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch mit den Knochen... Das sieht wirklich komplett verrückt aus. Das haben die ja... Oh ja, läuft. Guck mal, geil. Guck mal. Oh, jetzt wird's spannend. Oh, 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 oh. Es passt. Ah. Du ahnst es nicht. Unglaublich. Ja. Also, 10 Kilo Schweinebraten sind gar kein Problem. Na, so roundabout. Nein, also... ich glaube, der hätte sogar noch, also in der Länge ist es gar kein Problem. Die Knochen muss man dann eventuell absägen, da muss man ein bisschen Auge haben, aber der läuft. Bei uns passt er perfekt so. Passt perfekt drauf. Und was ich wirklich spannend finde ist, Eva, du hast zu uns damals gesagt, wenn ihr die Grills da habt, ihr werdet feststellen, wir nennen das Ganze immer Grillkino, bei diesem offenen, den wir schon vorgestellt haben. Ne? Und hier ist es genauso, die machen da vorne einfach eine Scheibe rein, dass du damit zugucken kannst. Ja, das heißt, dieses Grillkino-Konzept funktioniert auch hier. Ziemlich spannend, ziemlich witzig. Ich finde es auch richtig gut. Die richtigen Barbecue-Freaks sagen ja immer, the one who's looking is not cooking. Ne? Halte ich für kompletten Schwachsinn. Ich möchte doch sehen, was da passiert. Ernsthaft, oder? Ich möchte doch sehen, was in meinem Grill passiert. Also jeder, der auch der Meinung ist, wenn man was sehen kann, ist es ganz nice. Daumen nach oben. So ist es. Das ist unsere Währung. Und jetzt werden wir anderthalb, zwei, drei, naja, zwei Stunden schätze ich schon. Kerntemperatur, die wir anpeilen im Braten. Das war mir ganz wichtig, weil ich wurde vor kurzem angeschrieben, Mensch, ihr sagt immer gar nichts zu den Temperaturen. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Garraumtemperatur. Indirekt 160 bis 180 Grad. Kerntemperatur in unserem Braten ca. 56 bis 60 Grad. Genau, zwischen 56 und 60 Grad. 56 Grad deshalb, wir haben hier ein trockengereiftes Stück Fleisch, sehr hochwertige Qualität. Das darf ruhig zart rosa sein. Wer das nicht so gerne mag, geht hoch bis 60, sind wir auf der sicheren Seite. Genau. Und jetzt brauchen wir nur noch abwarten und dann mit euch gemeinsam anschneiden und essen. Bis später. Also ich sag mal so, das sieht auf jeden Fall richtig heftig aus. Ne? Guck dir das mal an. Wir können es nicht stoppen, das ist das Problem. Also der Saft läuft hier raus. Entstanden. Wir haben es jetzt gerade eben, nachdem es 2 Stunden ungefähr auf dem Grill war, nochmal ruhen lassen für 20 Minuten, würde ich tippen. Und guckt euch das mal an, was hier abgeht. Wir haben schon das Dude eingelegt, dann wird es nicht komplett kollabiert. Das ist natürlich der Vorteil. Wir haben das extra so gebaut mit der Schräge, dass es immer in unser Becken reinläuft. Genau, zumindest größtenteils nur so ein Teil wird dran vorbei, den müssen wir eben auffangen. Aber ich habe gerade schon meinen Finger in diesen Saft gesteckt. Unfassbar lecker. So, komm her, du Schnacker, jetzt bin ich mal gespannt. Einfach so ein Mittelteil hier, ohne alles. Ja, und ich möchte vor allen Dingen diesen Teil hier mit Fett und so. Mhm. Mm. Boah. Ja, also ich muss sagen, ich finde es für euch wirklich sehr schade, dass ihr jetzt gerade nicht reinbeißen könnt. Also so unglaublich gut, ne? Mhm. Also super, also ein Schweinebraten 2.0. 2.0. Auf die Kruste. Mega lecker. Wenn ihr die Chance habt, euer Metzger ein Karree zu bekommen, Schweinekarree, dann nutzt diese Chance bitte und sagt ihm, ich möchte es gern haben. Käuflich erwerben. Unglaublich gut. Mega. Das, boah, das ist so lecker. Boah. Ich werde das so unfassbar. Ich werde dieses Fazit so weit in die Länge ziehen, bis es aufgegessen ist. Okay, ich werde noch mal 2, 3 Worte sagen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft gerne was in die Kommentare schreiben, was euch auch immer auf dem Herzen liegt. Und ganz wichtig, haben wir schon länger nicht gesagt, wer uns noch nicht abonniert hat. Ja, und wer uns noch nicht abonniert hat, der kann uns gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Wir essen jetzt in Ruhe auf.
Julian, ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ich möchte so ein Außenstück. Guck mal, hast du das mal gezeigt? Ich muss mal gucken, ob das auch wirklich so gut ist, wie ich denke. Guck mal hier, dieses Außenstück, wie das ist. I say, oh, it's a night of remember.